Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Es ist schon lange her. Nee, so lange ist es gar nicht her. Nee, so lange ist es noch nicht her. Nee, es geht. Ey, es geht sogar. Aber Trainingsvideo ist schon lange her. Deswegen gibt es heute mal ein Video aus dem Training. Wir trainieren zweimal, es wird beides aufgenommen. Zwischendurch können wir was essen, ne? Oh ja. Aber nicht McDonald's, auch nicht Burger King. Seid gespannt, viel Spaß, bis später. Was ist denn die Besonderheit? Weiß ich nicht. Trainierst du mit? Das nicht, aber... Voice-Over? Ach so. Ja, es gibt ein Voice-Over. Das heißt, ihr seht einfach nur und danach gucke ich mir das selber nochmal an und babbel ein bisschen dazu. Mal gucken, wie das ankommt. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob es cool war oder nicht. Würde mich persönlich auch mal interessieren. Jetzt aber viel Spaß. Moin Moin, ja, hier aus der Schaltzentrale, wie ihr gerade gehört habt, ich werde es jetzt ein bisschen kommentieren. Ein was will ich noch loswerden, das Video entstand kurz nach dem Wettkampf in Malta, das war im Februar. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, was jetzt passiert, wie es weitergeht mit der Qualifikation. Letzten Endes wurde ja alles verschoben, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht, deswegen war ich noch voll im Training, nur für euch. Als Information, man sieht es auch, ich habe noch relativ kurze Haare. Ich könnte mir eigentlich die Haare wieder ein bisschen kürzer machen, sehe ich gerade. Nee, Spaß. Erstmal bleiben sie so, wie sie sind. Und jetzt, viel Spaß. Eine Konzentrationssache. Ah, war kein Problem. Hat er gemacht. Kein Problem. Hat er gemacht. Können wir das mal ein bisschen weiter weg? Ja, stehen wir ein bisschen weiter weg. Alter, das hätte ich aber nicht gedacht, ey. Gesagt. Aber von unten triffst du nicht, ey. Ganz unten? Ja, ja. Das ist übrigens ein Warm-up, das ich nur jedem empfehlen kann. Man aktiviert so ein bisschen den Po mit den Hip Thrust und die Bulgarian Split Squats sind gut für die Schenkel und für die Knie. Gerade das an den Stufen, diese einbeinigen Kniebeuge quasi, das macht euer Knie schön geschmeidig und somit seid ihr quasi perfekt vorbereitet für Kniebeuge. Vielleicht auch an der Stelle soll gesagt sein, wenn ihr mit den Kniebeugen anfangt, dann ballert nicht so in die Hocke gleich von Anfang. Schön langsam, geschmeidig, damit ihr das nochmal als kleinen Warm-up-Part nutzen könnt, bevor es dann richtig losgeht. So, das ist ein bisschen schwer. Ich frage mich, wie viel Last das ist. Das könnten 190 sein. Ich glaube, das waren 190. Ja, das ist dann noch, die eine schwarze Scheibe ist eine 25er. Die andere ist eine 15er. Die 20er oben drauf, 190, ne? Ist halt ein bisschen dick geworden, aber... Ups. So, was steht jetzt auf dem Programm? Was wir jetzt machen, ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Nachdem der Wettkampf in Malta nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich jetzt noch mal ein bisschen Grundlagenforschung betreiben und versuche einfach so ein bisschen so gefühlsreißend zu machen. Ich glaube, den Begriff habe ich schon mal benutzt. Letzten Endes geht es ja nur darum, dass ich selber für mich genau spüre, wo die Handel ist. Ein bisschen experimentiere, dafür habe ich jetzt auch die Zeit und mir einfach wieder so dieses Gefühl erarbeite, wo ich sage, da darf eigentlich jetzt gar nichts passieren. Jo, deswegen spiele ich jetzt quasi ein bisschen mit der Handel, reisend technisch. Und du? Mit der Kamera. Mit dem.
Ich spiele mit der Kamera. Ja, mit der Kamera. Ja, mittlerweile bin ich dank Instagram auch ganz großer Fan davon geworden, mich hier selbst zu filmen. Auch gerne mal im Slow-Mo-Modus, weil da sieht man ganz genau, was man eigentlich macht. Und ich versuche halt immer zu kontrollieren, dass ich die Hantel wirklich sehr, sehr genau im Körperschwerpunkt habe, weil so lässt sich am besten Kraftsport fahren. Und wenn man dann immer noch mal die Rückkopplung vom Handy hat, dann kann man das, da kann man richtig schön drauf eingehen und sich wirklich auch von Versuch zu Versuch rein technisch bessern. Hey Max, komm. Ein Wurf noch. Ich wette, du triffst nicht. Um was? Um Nocco. Scheiß drauf, um die Ehre. Um Nocco. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Wieso triffst du das denn immer, ey? Mann. Ich wundert's, dass du immer noch so verwundert bist. Als Basketballer werden sollen, ne? Die richtige Größe hast du ja. Wäre zu einfach gewesen. Ja, so ist das. Ich mache mir jetzt noch einen kleinen Shake. Ist ein ESN Designer Whey. Nehme ich so 2 bis 3 Löffel. Oder auch mehr. Und ganz wichtig, bisschen Kreatin. Ich habe jetzt keinen Löffel dabei, deswegen aus der Tüte. Immerhin. So, das soll ungefähr reichen. Ja, das geht so. Pieselrolle übrigens. Jetzt den Deckel drauf. Vorsichtig sein. Insbesondere dann, wenn man halt den Shaker vollgekracht hat wie Sau. Aber es geht. Es geht. Und jetzt shaken. Richtig shaken. Zack. Und hier noch ein Kopf. Und ihr kennt's. Bros! So, Freunde, was haben wir heute nochmal gemacht? Wir haben ein bisschen Reisen gemacht, wir haben ein bisschen Kniebeuge gemacht, hatten richtig Spaß und deshalb, ciao. So, Freunde, das war's. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, es ist gar nicht so einfach, seine Stimme da einzusetzen, ne? Aber interessantes Format, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen besser dann. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Aber ihr könnt ja konstruktive Kritik loswerden. Bin ich absolut fähig für. Ansonsten, jo. Grüßt eure Großeltern von mir. Ihr könnt ja ganz beiläufig erwähnen, dass es ein neues Video gibt. Da sind die sicherlich richtig happy. Ansonsten, bleibt gesund nach wie vor und bis bald.